Herzlich willkommen zu meiner Folge, gerade eben 5.2 2.0. Wir machen aktuell Mais. Musste erst mal mit dem Häcksler eine Runde Ehrenrunde fahren, fast, weil eine Bahn nicht gemacht wurde und trotzdem noch gefahren ist. Mittlerweile durch die Karambolage und das Eingreifen und die verkehrte Bahn genommen und dann hat er trotzdem weitergefahren und dann wurde er nicht voll. Klar, leere Bahn, nicht voll. So, gut. Jetzt läuft das wieder. Und da laufen wir mal nicht. Jetzt wird der auch los. Passt. Wir werden hier schon wieder verdichten. Wir haben uns einen Kasi Müller gekauft. Die Nummer 10 heißt der. Eigentlich ein idealer Fahrzeug für Silage. Verdichten. Schwer, breite Reifen. Aber wahrscheinlich vom Alter her oder vom Technik her überholt. Sieht das normal, das da. Ist original, ich kenne dann noch original als Kind. Cool. Bei ihm auch ein Dorf fährt das Ding gefahren, also nicht schlecht. War tagelang beschäftigt. So, Advent habe ich nicht gewünscht wieder mal, ne? Das war wie immer typisch, ich vergesse es immer wieder. Nicht wundern, dass keine Absicht, das ist auch eher von mir aus Tüdlichkeit. Die Folgen sind schon lange vorbei. Das Verdichten klappt ganz gut und verteilen vor allen Dingen, weil wenn die nicht kommen und hier entsprechend rauffahren, die kippt man an einer Stelle ab. Bei anderen Modus habe ich mir gleich abgestellt, weil die fahren dann zu schnell durch und wenn die ist ja nicht leer, der Bruder, ne? Das ist das Problem. Und dann fahren die mit einer halben Ladung bis zum Feld. Wo noch was liegt. Und dann irgendwann einsammeln müssen. Und das fahren wir ja entsprechend herein und füllen das auf. Leider macht er aber einen Haufen, das ist ein bisschen ungünstig. Aber bevor er das überall hinkippt, außerhalb, gleich steht da vorne. Da kommt der nächste. Die sind schon voll. Wir sind festgefahren. Immer schwieriger, denke ich mal. Da hinten von vorne verlangen ein bisschen. Mit Schwung rüber. Ein bisschen verteilen, ne?
Wäre mal ein Kettenfahrzeug besser. Der Deck muss weg. Da ist schon das zweite Bruder hin. Ja, wenn die mal richtig fahren, dann klappert auch, ne? Aber wie gesagt, zu oft blockiert den einen anderen Abfahrer den Häcksler. Parken auf Schneidberg, das ist auch schon vorgekommen. Vorher davor jedenfalls. Zwei Abfahrer sind ganz gut ausgelastet hier. Schon bald eine Million drinne hier. Ich werde eine späte Reaktion zurückfahren. Cool. Mit Schwung. Ein bisschen höher gehen, damit den Haufen die Spitze wegnehmen. Oh. Und dann hier schön verteilen. Dich mal verteilen, muss auch tun, ne? Wenn wir es richtig machen, haben wir gute Zeit. Ja. Da haben wir keine Schwierigkeiten. Und die Sünden der von der Silo-Schaufel da ausgleichen. Da ist schon wieder einer fest. Ah. Macht doch keinen Spaß. Wasser. Kurve, ne? Ja, fast. Dann nehmen wir die Ecke gleich mit hier. Kurvenfahren ist nicht der Fall. Kein Idealfall hier. Gefährlich. Jetzt kommen zwei. Zwei, die schalten sich. Mit der Mutter hin. Ah.
Ja, das ist ja voll. Wäre schön, wenn ich mal da fahren will, wo sich das gehört. Da, wo kein Mais versteht. Wir müssen zurück. Das muss garantiert gepflügt werden. Naja. Ich bin startklar für die nächste Fuhre. Verteilen. So, Zeit? Mann. Haben noch Zeit. Das Rest, was draußen rumliegt, das werden wir nachher nach und nach reinfahren. Jetzt muss ich rauffahren nachher zum Schluss. Entschuldigung. Das ist Folge Nummer 6. Montag. Na, habt ihr ein schönes Advent gehabt? Hoffe ich mal. Ich schon. Wie jedes Wochenende. Ein bisschen mehr, das vielleicht gar nicht mehr so sehr. Nimm das nicht so genau. Im Grunde ist es aber schön, wenn Weihnachten Urlaub ist. Das kann man fest einplanen. Noch 12 Tage bis zum Urlaub beginnen. Aber ist noch Zeit. 12 Tage und 12 Tage. Ich habe morgen Frühstück. Das ist im Grunde nicht lustig. Aber gut, dann soll's. So bin ich diesen Freitag Nachmittag fit. Da muss man sehen, wie wir das gestalten zu Weihnachten mit den Folgen. Muss die alle jetzt schon Freitag anfangen, mit ein paar mehr aufzunehmen. Ein paar mehr. Muss ich mal schauen, dass ich Weihnachten keinen Stress kriege. Mein Marsch am Freitag dürfte kein Problem sein. Da habe ich ja heute in aller Ruhe 4 Stunden hochgeladen und bearbeitet. Aber wie gesagt, was ich heute mache, das muss ich ja in der Woche bearbeiten. Und da bin ich ja Montag unterwegs. Das heißt, müsste eigentlich die Zeit vorher machen, ne? Also im Grunde. Also im Prinzip Freitagnachmittag und dann voll gleich vor Arbeit und hochladen. Und Samstag ist das gleiche in Grün. Und da muss ich mal sehen. Oh, ich bin schon nächste. Wir brennen. Aber nicht festfahren. Nicht jetzt. Wo? Ah, mal sehen, da kriegen wir hin. Wenn nicht anders, zieht man die nächsten Folgen, nächsten Tage vor. Also ich heute ist es 5:07. Jetzt haben wir hier
Heute mache ich keine extra Folgen, aber ich kann ja nächste Woche schon ein bisschen vorarbeiten. Nee, übernächste Woche nicht. Aber ich könnte theoretisch doch schon welche machen. Also in der Woche 3-4 Folgen mehr mache, oder 2, oder nur gerade Zahl ist wichtig, dass ich durcheinander komme in den Tagen, gegen auf, gegen hochladen. Aber ansonsten, aber komme ich schlecht rüber. Da geht mal links weg, links haben wir noch Platz. An der Silowand. Da könnte man ganz gut. Muss ja nicht unbedingt gleich bearbeitet werden, ne? Man kann es ja auch später machen. Das heißt, die 14 Folgen muss ich ja bis Freitag hochgeladen haben. Damit die. Naja, gut, 14 Folgen nicht, aber ich muss zumindest die 4 Folgen bis Wochenende. Wenn man dabei ist, kann man gleich alles machen, ne? Wenn das Internet passt, dann ist das alles kein Thema, dann macht das kein Problem. Dann ist es schnell getan, ne? Dann geht das Arbeiten dauert länger wie das Hochladen. Ja, jetzt haben sie festgefahren. Ja, ein kräftiges Loch eingerissen. Das wollen wir auffüllen. Ja, zum Verteilen ist ja nicht gut. Wir müssen die Hügel wegnehmen hier. Sonst. Aber wir können ja ein bisschen rechts ranfahren, ne? Da ist ja ein bisschen Platz da. Einer hat gerade so Probleme wieder. Garantiert ist er beim. Oder was nix? Schnell Platz machen. Vollgas. Ja. Mal gleich mal gucken, was der andere macht. Komm mal hinten. Oh. Seht da. Ja.
Nee, ein bisschen reingefahren, ne? Ich will auf deinen Schoß. Lass noch deinen Schoß. So, liebe Schoner, das soll es für heute gewesen sein. Also, es gibt hier Fahrer, das glaubst du gar nicht. Ganz, ganz wilde Fahrer hier. Also, ich mach Füße und Winkel, Winkel, ciao, ciao. Ich mach kurze Pause. Dann sehen wir uns nachher gleich wieder zur nächsten Folge. Oder auch nicht, weiß ich genau. Schaut mal rein, ich find's spannend. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.